Herzlich willkommen zur Vorauswertung von der Umfrage, die ich ja vor einiger Zeit gestartet habe. Also, ja, Freunde, hier sind wir wieder. Nach einiger Zeit mache ich mir etwas mehr und ich komme jetzt auch langsam wieder zurück. Ich habe mir mal, ja, so eure Kommentare durchgelesen und wie ihr abgestimmt habt. Und ja, die Meinungen gingen auseinander, was ihr gelesen habt, hat mich schon überrascht. Ich dachte, das geht wirklich konkret in eine Richtung. Aber es ging in alle Richtungen. Also, man muss sagen, also was ich hier sehe, ist gar nicht mal so schlecht. Ich habe mir das Ganze jetzt so überlegt, weil einige sich ja immer wieder umentscheiden. Und da das ja auch wieder eine Zeit lang her ist und manche ja ihre Meinung so oft ändern, wie sie ihre Unterhose wechseln, frage ich lieber nochmal nach. Und zwar habe ich mir das Ganze nochmal so überlegt, dass wir einen Kandidaten, der auf jeden Fall ganz hinten liegt, rausschmeißen. Das heißt, dass wir nicht mehr drei haben, sondern zwei. Mir wurde auch gesagt, dass Napoleon sowieso ein DLC ist von Empire. Aber gut, ich dachte mir halt, da könnten wir das Ganze noch ein bisschen weiter unterscheiden jetzt noch insofern, als dass es ja auch noch ein eigenständiger Teil ist. Gut, das wusste ich jetzt nicht. Das hätten wir zusammenfassen können, aber wir haben es jetzt mal so gelassen und ich denke mal, das soll nicht zum Nachteil werden. So, und zwar, wir gehen es mal kurz durch. Ich gehe es mal kurz durch. Rome 1 stand als erstes dabei, hat 14 Stimmen bekommen. Man muss dazu sagen, es haben wieder einige gedisliked, aber ich habe von Anfang an aufgepasst. Insofern werden hier keine negativen Stimmen gezählt. Also 14 Stimmen, das ist ordentlich. Dann haben wir Empire mit 8 Stimmen und Napoleon sogar mit 17 oder 18. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Oder auf jeden Fall mehr als Rome. Da muss ich eigentlich nochmal nachzählen. Aber keine Sorge, es waren auf jeden Fall mehr als Rome. Fakt ist, vollkommen egal, ja auch erstmal, dass Empire rausfliegt. Und ich dann nochmal fragen wollte, was wollt ihr jetzt davon sehen? Rome 1 oder Napoleon? So, und diese kleine Abstimmung werde ich nicht lange laufen lassen. Nicht mehr so lange wie die letzte, auf gar keinen Fall. Keine Sorge, ich möchte das nur gerne wissen. Dass das geklärt ist. Und ja, dann wäre es mir noch ganz lieb, wenn es dann zur endgültigen Auswertung kommt. Das sage ich jetzt schon mal. Kann man sich ja nochmal was überlegen. Was für eine Fraktion dann gewünscht wird. Zum Beispiel bei Napoleon mit England oder irgendwas halt. Ich möchte das gerne mal wissen. Ja, das war's eigentlich schon. Und ja, dann kommen wir dann später in der, ja, ich weiß nicht, in ein paar Tagen, denke ich mir mal. Ich werde das nicht lange machen, also. Da kommen wir zur endgültigen Auswertung. Dann kann ich mir das Ganze auch nochmal schön ansehen und mich selber ein bisschen einführen. Also ganz klar, es geht jetzt hier zwischen Rome und Napoleon um die Wurst. Und ihr habt's in der Hand. Ja, das war's eigentlich schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Und ja, was kann ich noch sagen? Abgesehen von zum Sieg vorwärts!